Wir werden heute nicht über Merkel reden, nicht über Erdogan, nicht über Trump. Ich habe den Anspruch, jeden in den Arm zu nehmen, dass jeder nach Hause geht, einen Abend erlebt, in dem er seine Sorgen vergisst. Wobei, ich habe einen guten Witz zu Trump gehört. Was grenzt an Dummheit? Mexiko und Kanada. Ja, deswegen mache ich kein Kabarett, das versteht nur die Hälfte. Also ich brauche Intensität. Also mir ist wichtig, dass der Künstler wirklich alles in die Waagschale wirft. Ich habe eine Zerrung. Ich möchte, dass der Künstler mir das Gefühl gibt, dass er gerne da ist. Ich möchte gerne jemanden, der ehrlich ist. Und dann habe ich so meine Frau gefragt, ich sage, Schatz, bin ich zu dick? Und sie, warte, ich komm rum. Spontanität ist mir sehr wichtig. Oh, das war eine Kontaktlinse. Ich würde mich selber als sehr warmherzig beschreiben. Ich habe wirklich den Anspruch, dass sich jeder bei mir wohlfühlt. Und ich möchte ja, dass die Leute gemeinsam mit mir Spaß haben. Nehmt euch in den Arm, macht Sex, macht irgendwas. Im Grunde jeder umarmt wird, dass keiner Angst haben muss, selbst wenn er auf die Bühne kommt. Also mir ist wichtig, dass jedem klar ist, der uns gerade zuschaut, dass ihr nicht doof seid. Ja? Hatte ich eine Person damals auf der Bühne, und dann fragte ich so, habe ihn so erzählt und dann sage ich, ich werde dir das Lesen nehmen. Und dann sagte einer aus dem Publikum, das konnte er ja vorher auch nicht. Das hat mir so leid, der ist da locker mit umgegangen, aber genau das will ich nicht. Lies mal vor, was hier steht. Aussprache. Genau. Schau mir tief in die Augen. Wenn ich schnipse, ist das Lesen weg. Wenn ich das zweite Mal schnipse, ist das Lesen wieder da. Lies mir einfach nur vor, was da steht. Okay? Nicht nachdenken. Nimmst du die Karte in die Hand? Apusureche. Ist eine Theorie. Ayuarving. Was steht hier? Bitte? Ach so, du kannst ja auch nicht lesen. Ja. Was steht hier? Erfahrung, genau. Mir ist ein Miteinander sehr wichtig. Also man guckt mir nicht einfach nur zu und da kaspert einer rum, sondern ich habe durchaus auch Inhalte. Also es gibt schon auch kritische Momente im Programm. Es ist also nicht nur 0815 Gedödel. Und alles, was ich mit dieser Nummer zeigen wollte, wir machen uns keinen Kopf darum, dass etwas Banales wie das Lesen von jetzt auf gleich vorbei sein kann. Doch das geht. Über einen Schicksalsschlag, über was auch immer. Und alles, was ich möchte in diesem Programm, und das ist eigentlich die einzige Aussage, dass man ein bisschen bewusster durch den Tag geht, dass man nicht vor sich hin dödelt, dass man seine Sinne besser einsetzt und auch mal dankbar ist für das, was man hat. Ich mag Eintönigkeiten. Ich könnte jetzt nicht 3 Jahre das gleiche Programm spielen. Ich könnte jetzt nicht 3 Jahre nur Stand-Upper oder Zauberer sein. Und ich mix das alles immer sehr. Und das macht das Ganze frisch, das hält mich frisch. Und ich glaube, das ist auch das, was mein Publikum sehr an mir mag. Ein Erdbeerjoghurt. Das Verfallsdatum ist abgelaufen und wir schmeißen ihn weg. Ja, ich weiß, bei älteren Paaren muss der Mann das essen. Du hattest den roten, jetzt hast du den blauen, willst du den grünen, möchtest du den roten zurücktauschen, wäre mir sehr recht. Super, so, dann macht den Umschlag bitte auf, da ist ein Text für euch drin. Und ich habe ja wirklich auch nur Zaubertricks im Programm, die echte Knaller sind. Also wo selbst Kollegen da sitzen und sagen, keine Ahnung, wie der Vogel das da macht. Diese Situation, die hier ist, habe ich nicht bestimmt, sondern das war wirklich der Zufall. Wir haben einen Ball reingeschmissen, wir haben eine Dame gefunden, die hat die Kisten dahin platziert, wo sie wollte. Dann wurde der Ball weitergeschmissen, wir haben Annika gefunden, wir haben Jens gefunden, wir haben Gisela gefunden. Das habt ihr alles so getauscht, auch die Umschläge, wie ihr das selber wolltet, oder? Also, mein Lieber, dann liest deinen Text vor. Jens hat den roten Umschlag erhalten, kuschelt vorm Kamin und trinkt eine Flasche Bier. Geh zur Kiste, mach die Kiste auf. Das, was da drin ist, ist dein Lohn. Jeden Abend kommen andere Leute auf die Bühne und die Nummer ist immer anders. Das ist ein Miteinander, gilt aber auch für die Leute im Publikum. Wie verabredest du dich mit deinen Freunden? SMS oder WhatsApp, oder? WhatsApp. Wir sind einfach nur rübergegangen. Kennt ihr die Zeugen Jehovas? So musst du dir das vorstellen. Klingeln und den Leuten auf den Sack gehen. Weißt du? Auf die Plätze, ich brauche jetzt echt Ruhe. Auf die Plätze, fertig, los. Stopp.
Und wenn ihr die Karte runterschmeißt, heißt das, dass ich richtig bin. Ass, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König. Yes! Eins wird man auch nie erleben, dass ich mal keine Lust habe oder mein Programm einfach nur so runterreiße, sondern ich bin selber Papa und wir sind zum Beispiel 3 Jahre lang nicht weg gewesen abends. Und dann sitzt du da nach 3 Jahren und freust dich wie ein Schneekönig, dass du mal abends raus kannst. Ich spiele jeden Abend so, als ob es mein letzter ist, weil ich wirklich den Anspruch habe, mein Publikum jeden Abend zu begeistern. Einfach auch aus diesem Grund. Ich mag gerne viel zwischen den Zeilen. Ich muss mich nicht wie ein Kabarettist auf die Bühne stellen und sagen, so und so und so und so, sondern mir ist wichtig, dass man für sich sein Ding rausziehen kann und zwar so weit, wie man selber gehen will. Ich möchte halt, dass man sich eine Show öfters anschaut und dass sie auch vielseitig ist. Und das ist nicht abgesprochen und es ist keiner bezahlt, oder? 1000 Dank, ihr Lieben.